Wenn es ums Geld geht, dann kann der Ton auch mal schärfer werden. Im Ringen um die nächsten Milliardenhilfen reagieren griechische Spitzenpolitiker zunehmend dünnhäutig. Staatspräsident Papoulias hat den deutschen Finanzminister jetzt vor laufenden Kameras beschimpft. Er warf Wolfgang Schäuble vor, das griechische Volk zu verhöhnen. Was den Präsidenten und seine Landsleute so erbost und wie die deutsche Politik darauf reagiert, dazu mehr von Lothar Keller aus Berlin und Dirk Emmerich aus Athen. In Griechenland ist der deutsche Finanzminister jetzt berühmt oder besser berüchtigt. Eine Zeitung zeigt ihn gar in SS-Uniform, als käme er als Besatzer. Und selbst der griechische Staatspräsident fragt ganz ohne diplomatische Zurückhaltung, warum Schäuble Griechenland beleidige. Ich kann das als Grieche nicht akzeptieren. Wer ist Herr Schäuble, dass er Griechenland beleidigen kann? Der Präsident ärgert sich, weil der deutsche Finanzminister die Zuverlässigkeit seiner Griechen in Frage stellt. Wolfgang Schäuble zweifelt, ob die Griechen auch nach Neuwahlen alle Zusagen einhalten werden. Die CDU verteidigt ihren Minister gegen die Attacken. Das muss man nicht hinnehmen. Das ist vollkommen daneben aus meiner Sicht. Ich glaube, es wäre viel mehr notwendig, deutlich zu machen, welche Probleme eigentlich in Griechenland bestehen. Darüber wollen die Euro-Finanzminister am Montag beraten. Erfüllt Griechenland die Bedingungen für das 130 Milliarden Hilfspaket? Die Bundesregierung sieht noch einige offene Fragen. Klar, denken viele Griechen, immer sind es die Deutschen, die neue Bedingungen stellen. Vergangene Woche verbrannten Demonstranten in Athen sogar eine deutsche Flagge. Den Zorn auf Schäuble und Merkel bekommen deutsche Besucher aber nicht zu spüren. Niemand muss um seine Sicherheit fürchten. Die Wut vieler Griechen richtet sich gegen die deutsche Regierung. Sie fühlen sich zunehmend bevormundet und gedemütigt. Athen ist ein Befehlsempfänger für Brüssel und Berlin. Den meisten Griechen ist zwar bewusst, dass ihre eigenen Politiker das Land heruntergewirtschaftet haben, dass aber fremde Regierungen über sie bestimmen, wollen sie dennoch nicht akzeptieren.